Am Dienstagmittag war es dann endlich soweit. Der Ferrari SF24 erblickte das Licht der Welt. Und wir werden natürlich auf alle Einzelheiten eingehen und natürlich auch auf den Launch. Was erwartet Sainz in seiner letzten Season mit den Roten? Abonniert gern kostenlos den Channel. Und wir fangen natürlich mal direkt an mit dem Trailer bzw. mit dem Video, das das Team veröffentlicht hat. Die Launches diese Season eigentlich alle ziemlich gleich. Ja, natürlich die atemberaubende Leistung von Leclerc, aber auch Sainz darf nicht fehlen. Und viele, viele Legenden hier natürlich, Enzo Ferrari und ja, Sainz in Großbritannien, Michael Schumacher. Wow, das ist schon Gänsehaut und ein Team wie Ferrari ist halt natürlich immer was anderes. Wenn das Team launcht, wow, Ferrari. Und hier haben wir ihn. Wuhu! Das ist wirklich ein unfassbar geiles Design geworden. Also wir haben diese, natürlich wieder rot, aber viele gelbe und vor allem auch weiße Akzente, was das Ganze noch einmal auf die Spitze treiben. Eine neue Nase. Man hat das Auto um 95% geändert. Das könnte interessant werden auf jeden Fall, denn man war eigentlich auch letzte Season nicht mehr so schwach. Wow. Und natürlich, was hier eigentlich kommt, sich bei ist Carbon. Also man hat zwar schon unten Carbon, aber das Auto ist rot und nicht wie diese anderen Carbon-Kisten teilweise. Also man hat da wirklich viel, viel... Geiles Auto, wirklich. Auch die Nase, ja, ist schon ein bisschen Ferrari. Das gucken wir uns dann auf jeden Fall auch in den Vergleichsbildern an. Aber sehr, sehr schön. Wow. Echt nices Teil geworden. Und dann gehen wir direkt auf die Bilder, denn ich bin heiß drauf. Hier haben wir die Front an sich. Die Nase ist teilweise Red Bull, aber das war auch ja, das, was man gesagt hat. Ferrari hat gesagt, man wird vieles an Eigenphilosophie reinbringen, aber auch teilweise von der Konkurrenz, sprich Red Bull, auch ein bisschen was übernehmen, weil die halt einfach auch schon sehr, sehr weit vorne sind. Die Nase, ehrlich gesagt, gefällt mir nicht. Also das Design der Nase gefällt mir persönlich nicht, denn man hat hier diesen einen roten Streifen genau in der Mitte. Das ergibt für mich kaum Sinn. Weiter hinten, eine Sache gefällt mir auch nicht ganz. Das ist dieses VGW Play mit diesen beiden Strichen darüber. Also man hätte da vermutlich bisschen besser eine Lösung bringen können. Aber by the way, bei der Nase gab es schon einiges an interessanten Stuff, denn die Nase des SF24 erst auf dem zweiten Flügelelement ansitzt. Das ist auch sehr interessant. Also ob ihnen das einen Vorteil bringt, ist halt was Neues, aber finde ich interessant. Auch diese komplette Nase wurde überarbeitet. Wir gehen auf diese Hinterperspektive. Und was soll ich euch sagen? Was ist das bitte? Diese Stange, also ja, das, was den DRS-Mechanismus hält, das ist ja wuchtig, riesig. Die Lufteinlässe, sehr smooth. Auch hier ein bisschen Carbon gearbeitet. Diese gelb-weißen Striche gehen nach hinten. Ja, ist okay. Ist schön, auch machbar. Ich finde auch, das Schwarz reißt ein bisschen was raus. Ja, Ferrari ist Ferrari. Ich meine, man darf da jetzt nicht viel dran sagen. Auch dieses Pironi ist auf jeden Fall ein neuer Sponsor, nachdem man ja den anderen Biersponsor verloren hat. Aber ich glaube, Ferrari braucht sich da keine Gedanken machen um Sponsoren. Also, auf jeden Fall springt mir auch da direkt ins Auge, dass sich die Außenkanten des Unterbodens seitlich des Seitenkastens ein bisschen geändert haben. Also man hat da wirklich viele wellige Sachen drin. Interessant auf jeden Fall. Sehr, sehr spannend das Ganze. Und auch an dieser Ansicht, ja, dass der SF24, ja, Ferrari hat halt bewusst dunkle Hintergründe verwendet und sensible Bereiche des Fahrzeugs gar nicht erst gezeigt, dass halt andere Teams auch gar nicht kopieren können. Deswegen auch so eine interessante Perspektive, würde ich mal sagen. Von oben sieht man halt nur das Design in dem Sinn und aber auch, dass diese Seitenkästen ordentlich abgespeckt haben. Also da ist nur noch, also gerade wenn ich da vor dem Seitenkasten, hast du nur diesen einen Strich vorne und das war's dann. Auch die Nase, wie gesagt, das Design sehr schlicht gehalten, aber Ferrari, da bin ich auch nichts anderes gewöhnt. Und hinten, ja, schlicht,
einfach nur top. Ja, gehen wir direkt mal weiter. Beide Autos nebeneinander. Hatte man, glaube ich, auch so noch nicht. Sainzi und auch Leclerc. Schade, wie gesagt, dass Leclerc in seine letzte Season gehen wird. Aber ja, diese Perspektive, du kannst dir halt kein Bild davon machen. Aber so ist halt Ferrari. In einer Woche werden wir es dann genauer sehen, denn da werden noch die Tests losgehen. Die Wintertests in Bahrain. Ich freue mich extrem drauf. Und das sind die Rennanzüge. Und da wusste ich halt schon, die wurden ja schon am Wochenende geleakt oder beziehungsweise veröffentlicht. Und ja, schaut ziemlich cool aus. Man hat das. Aber besonders genial finde ich, ja, das ist der gesamte Rennanzug. Also dieses Gelb-Weiß wird halt jetzt komplett durchgezogen. Aber das hier finde ich ganz cool. Man hat nämlich hinten die Nummer. Und ich glaube, der Name steht nicht drauf. Aber trotzdem, diese Nummer finde ich extrem cool, denn auch wenn die so am Grid herumlaufen, stellst du dir halt die Frage, wer ist das denn? Und dann siehst du halt auch dann direkt die Nummer von hinten und unten auch die Flagge mit dem Namen bei Charles Leclerc und natürlich auch die Flagge mit der Nummer und auch mit dem Namen, aber ich glaube, der ist umgeschlagen bei Carlos Sainz. Sehr schlicht gehalten, sehr top, aber wie gesagt, es ist Ferrari. Es ist Liebe und es ist eine Leidenschaft. Und jetzt gehen wir in den Vergleich rein und da ist auf jeden Fall zu merken, der diesjährige ist wesentlich dunkler, nicht mehr so grellrot, sondern eher dunkler Rot, jetzt mal am Design abgesehen davon. Die Lufteinlässe sind viel schmaler geworden bei dem diesjährigen, waren länglicher und breiter ein bisschen. Und ja, seitenkästenmäßig hat man eigentlich auch ein bisschen abgespeckt, glaube ich. Ja, also die Seitenkästen sind teilweise abgespeckt. Und sonst muss ich echt sagen, ist das Auto auch wieder dieses Jahr schön. Nur auch ein kleiner Störfaktor ist dieses rote Element am Heckspoiler. Warum hat man das eine Teil rot gemacht? Das ergibt nicht viel Sinn. Ja, Seitenkasten, wie gesagt, auch hier diese ganzen Unterboden-Seitenteile sind komplett überarbeitet worden. Aber ja, beim Ferrari was zu finden, was nicht überarbeitet worden ist, glaube ich, ist unmöglich. Wie gesagt, man hat angegeben, 95% des Wagens hat sich geändert. Hoffentlich ist man in der Budget-Cap geblieben, aber vor allem auch ist, ja, ich glaube, bis aufs Lenkrad hat man vieles überarbeitet. Selbst die Nase war schmaler, geknickter letztes Jahr. Die ist breiter und ja, Red Bull angepasster geworden. Und da haben wir die Lufteinlässe. Da sind es statt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sind es jetzt nur noch schmuve 4 Luftanlässe, auch hinten diese DRS-Halterung, ist mir schon aufgefallen, ist auch komplett überarbeitet worden. Die Motorabdeckung ist wesentlich schlanker geworden. Seitenkästen gehen ein bisschen weiter jetzt, also sind auch schlanker geworden. Die waren im letztjährigen Auto sind fast bis nach unten gegangen. Ist alles etwas schlanker geworden. Ich hoffe auch, man konnte an Gewicht einsparen. Und da haben wir die Vergleichssachen mit den ja, Seitenkästen, die sind viel schlanker geworden im Vergleich zu letzten Jahr. Die waren so richtig bauchig, jetzt gehen die fast gerade nach hinten. Also da konnte man einiges an Aerodynamik finden und auch der Heckspoiler wurde komplett überarbeitet. Der schaut jetzt auch viel aerodynamischer aus, wenn ich das so sagen darf. Ich glaube auch generell, die komplette Philosophie der hinteren Motorabdeckung, die ist auch teilweise nicht nur Ferrari-Idee gewesen. Die Front an sich, die Nase, eine Riesenänderung. Wie gesagt, das hält ja jetzt erst ab dem zweiten hält das die Nase, also bei den länglichen Teilen. Und ja, die Nase an sich viel, viel breiter geworden, aber auch flacher. Und die Lufteinlässe wesentlich schmaler. Ich hoffe, dass das wirklich was bringen kann. Das war's dann auch schon, was uns Ferrari geboten hat. Ich bin sehr gespannt, ob man mit dieser Variante etwas näher an die Red Bulls drankommt. Vielleicht wieder den McLaren überholen kann. Aber sagt gern eure Meinung in die Kommentare. Abonniert gern kostenlos den Channel. Lasst gern Däumchen nach oben da und schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Ich bin sehr gespannt. Morgen folgt dann, oder heute folgt dann auch der McLaren und der Mercedes Launch. Wie immer wird das auch natürlich auf diesen Kanal angeguckt. Aber auch übermorgen dann, auf das sich, glaube ich, alle freuen, der Red Bull Launch. Bis zum nächsten Mal und ciao.